Heute geht es um 10 Dörfer, die ihr niemals betreten solltet. Denn die Dörfer sind allesamt verflucht. Was genau in diesen Dörfern vor sich geht und wo sich diese befinden, schauen wir uns nach dem Intro an. Hallo zusammen! Zuallererst vielen Dank an Anyfreak für ihre Patreon-Unterstützung und sie war auch diejenige, die sich diese Thematik gewünscht hat. Danke nochmal. Nummer 5. Bramshot in England. Leute, die in England leben, werden bestimmt schon mal von diesem Dorf gehört haben. Dort soll es nämlich regelmäßig paranormale Ereignisse und paranormale Sichtungen geben. Viele dieser Sichtungen wurden dokumentiert und von mehreren Menschen sogar bestätigt. Es geht sogar so weit, dass es heißt, dass 17 reguläre erscheinende Geister dort verweilen sollen. Also 17 Geister, die immer in diesem Dorf anzutreffen sein sollen. Der berühmte Horrordarsteller Boris Karloff lebte bis zu seinem Tod in Bramshott. Er zog absichtlich in diese Gegend als Inspiration durch die paranormalen Aktivitäten in dem Dorf. Es heißt, dass von seinem Haus aus ebenso nachts seltsame Geräusche zu hören sind und man immer wieder eine große dunkle Gestalt in seinem Haus stehen sehen kann. Sein Haus steht allerdings leer und ist nicht bewohnt. Doch obwohl es so viele Zeugen und dokumentierte Sichtungen geben soll, gibt es im Internet keinerlei Fotos oder Videos von dem Ort zu finden. Was aber andererseits auch verständlich sein könnte, stellt euch mal vor, ihr würdet wirklich etwas Paranormales sehen oder hören. Ihr werdet im ersten Moment so erstarrt und schockiert, dass ihr nicht daran denkt, euer Handy rauszuholen und zu filmen. Nummer 4. Kuldara in Indien. Dieses Dorf in Indien war einst von den sogenannten Palival Brahmanen bewohnt, bis die gesamte Gemeinschaft das Dorf im Jahr 1825 fluchtartig verließ. Bis heute ist übrigens nicht genau geklärt, warum sie alle das Dorf fluchtartig verließen, und es ist ebenso unklar, wo alle ehemaligen Bewohner geblieben sind. Es gibt aber eine Theorie dazu. Und zwar soll ein indischer Verwaltungsbeamter in die Tochter des Dorfobersten verliebt gewesen sein. Er drohte dann mit einer massiven Steuererhöhung für das Dorf, wenn die Frau ihm nicht ausgeliefert wird. Deshalb haben alle Bewohner beschlossen, einfach zu verschwinden und dadurch soll ein Fluch über das Dorf gelangt sein. Es heißt, dass jeder, der in diesem Dorf leben möchte, bald darauf verstirbt. Aus Angst vor diesem Fluch ist das Dorf seit 8:25 Uhr bis heute auch komplett leerstehend. Nur Touristen und paranormale Ermittler sind dort ab und zu finden. Allesamt berichten von unerklärlichen Erscheinungen und manche wurden sogar von unsichtbaren Präsenzen an der Schulter berührt. Es gibt sogar einen Bericht, an dem plötzlich Handabdrücke überall am Auto waren, nachdem die Leute das Dorf untersuchten. Nummer 3. Borgvattnet in Schweden. In dem Dorf Borgvattnet im Norden Schwedens soll eines der berüchtigsten und schlimmsten Spukhäuser des Landes stehen. Es geht dabei besonders um ein altes Pfarrhaus, das im Jahr 1876 erbaut wurde. Die ersten paranormalen Berichte über dieses Dorf entstanden im Jahre 1927. Ein Mann namens Nils Hedlund bestand darauf, dass er gesehen hat, wie eine unsichtbare Hand die Wäsche auf dem Dachboden von der Wäscheleine zog. Im Jahr 1930 berichtete ein Priester des Pfarrhauses namens Rudolf Tankten von einer alten Frau, die plötzlich im Raum erschienen war und ihn anstarrte. Er wollte ihr folgen, doch sie verschwand genauso schnell wieder, wie sie erschienen war. In einem Bericht von 1945 wurde jemand wie von Geisterhand dort sogar attackiert. Er berichtete, wie von einem Menschen vom Stuhl geworfen worden zu sein. Er befand sich zu dem Zeitpunkt allerdings komplett alleine dort. Heute dient das alte Pfarrhaus als Restaurant und Gästehaus. Bis heute werden paranormale Dinge von dort gemeldet. Die Betreiber bieten den Leuten, die dort im Gästehaus eine einzige Nacht verbringen, sogar ein Zertifikat für ihren Mut an. Auch wenn das wohl nur eine gekonnte Marketingstrategie ist, gibt es dort trotzdem immer wieder Sichtungen oder Geräusche,
die Leute sogar dazu verleiten, das bezahlte Zimmer trotzdem vorzeitig aus Angst zu verlassen. Nummer 2. Naya Vutoka auf den Fidschi-Inseln. Im Februar 2016 wurde dieses Dorf durch den Zyklon Winston und durch eine Flutwelle stark zerstört. Das Naturschauspiel kostete sogar zwei Menschen das Leben. Eines der Opfer war der 32-jährige Mann namens Pauliasi Naiova. Man fand seinen Leichnam inmitten der Trümmer, die der Sturm hinterließ. Gleich am nächsten Tag wurde er beerdigt. Ein Mann namens Osea Balesavu, der sich zusammen mit der Frau von Pauliasi um ihn gekümmert hatte, erwachte einige Tage nach dem Begräbnis wegen einem bellenden Hund nachts auf. Und als er sich umsah, traute er seinen Augen kaum. Der tote Pauliasi stand vor seinem Bett. Der Geist murmelte immer wieder ein Wort. Kakana. Was so viel bedeutet wie Essen. Osea berichtete, dass er keinerlei Angst verspürte. Er sagte seinem ehemaligen Freund, dass er tot ist und sein Geist nicht in diese Welt gehört. Doch er wiederholte immer nur das Wort Essen. Wohl, weil er zu seinen Lebzeiten sehr gerne gegessen hatte. Diese Erscheinung sah er dann täglich etwa eine Woche lang. Auch andere Menschen haben denselben Geist gesehen. Eine Gruppe von jungen Menschen beschlossen als Mutprobe, nachts in sein ehemaliges Haus zu schleichen. Ihnen erschien der Geist und sie rannten voller Panik weg von dem Ort. Laut Osea sollen die regelmäßigen Besuche ja nach einer Woche aufgehört haben, doch er meinte, er spürt, dass immer noch etwas da ist und er ist sich sicher, dass man besonders in seinem ehemaligen Haus auf dessen Geist treffen könnte. Nummer 1. Beanlike Historical Village in Australien. Diesmal geht es nicht um ein Dorf im klassischen Sinne, es geht um den realen Ort Logan. Dort befindet sich ein historisches Museum, in dem sich laut Mitarbeiter und laut paranormalen Ermittlern einige ungewöhnliche Dinge abspielen sollen. Das Beanlike Historical Village besteht aus insgesamt 20 denkmalgeschützten Gebäuden, die historische Objekte beinhalten, die die Bewohner des Dorfes etwa im Jahre 1850 benutzten. Man kann sich das Museum also so vorstellen, dass ein echtes Dorf komplett als Museum agiert und man sich ein reales Dorf aus dem Jahr 1850 ansehen kann, da dort nichts verändert wurde. Einige Mitarbeiter des Museums berichteten von paranormalen Vorfällen, weshalb paranormale Ermittler gerufen wurden. Diese schossen eine Reihe von Fotos, wobei sich auf einem ein dunkler Schatten und auf einem ein Gesicht des alten Mannes entdeckt wurden. Auf einem Bild sieht man auch eine Frauengestalt, die mit einem langen Kleid ganz alleine im Flur steht. Fotografie-Experten sind nicht ganz überzeugt von der Echtheit dieser Bilder, doch sie fanden auch keinen hundertprozentigen Beweis für eine Fälschung der Bilder. Doch selbst der Geschäftsführer des Museums bestätigte, dass er auch selbst paranormale Dinge im Museum erlebt hatte. Er sah zum Beispiel rätselhafte Schatten und ein Piano spielte manchmal angeblich von ganz alleine. Was denkt ihr über diese verfluchten Orte? Würdet ihr die selbst gerne mal erkunden wollen oder lieber einen großen Bogen darum machen? Und wollt ihr vielleicht noch mehr verfluchte Dörfer kennenlernen? Dann kann ich da gerne mal einen zweiten Teil dazu produzieren. Alles gerne in die Kommentare, bin schon sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Vielen Dank an die tollen Zuschauer, die mich so unfassbar auf Patreon unterstützen. Wer auch helfen möchte, meine Videos zu unterstützen, kann gerne mal auf Patreon vorbeischauen. Dort ist alles nochmal genau beschrieben und ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken und teilen, das hilft bisher. Glocke aktivieren nicht vergessen und hier links und rechts erwarten euch zwei weitere gruselige Videos. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.